Jetzt bin ich gleich hier einmal rumgelaufen. Jetzt, wo ist der Penner denn? Whistler. Hm. Wahrscheinlich genau ein, wahrscheinlich da, wo wir losgelaufen sind, direkt hinter uns, so stand er. Wahrscheinlich ist er weg. Mal, jetzt müssen wir hier oben nochmal her. Hallo, warum? Ach, durch die Hütte muss man durch, okay. Waren wir auf der Seite denn dann schon? Wir sind durch die Hütte, glaube ich, noch nicht durchgelaufen, oder? Wir hängen hier am Zaun fest, so, danke. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Lol. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Okay, das war jetzt das, was ich... Jetzt. So, das haben wir ja gerade schon gefragt. Wahrscheinlich. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Halt's Maul. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Voll, voll, nerv nicht. So, hier oben. Der Typ, haben die einfach... Hier oben waren wir noch gar nicht, nice. Haben die einfach so eine zweite Tür in seine Haus gezimmert. Ich will mit denen jetzt hier noch sprechen, irgendwie. Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwyn unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsein. Oh, nicht, ja, ist klar. Steck die Waffe weg. Er hat genug. Lol. Noch einmal und du kannst was erleben. Darauf vorbereitet, jetzt müssen wir laden. Keine Ahnung, wo wir gespeichert haben. Verdammt, hier vorne. Dammit. Da war ich nicht drauf aus. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Nervt nicht. So, Inventar. Wir müssen jetzt eben mal Sachen, also erstmal eben Sachen anlegen. Wir werden uns gleich mit dem Dreck prügeln. Also ziehen wir das Ding an. Das gibt uns schon mal Schutz vor Waffen. Futtern hier noch ein bisschen. So, zack. Speichern mal eben nochmal. So. Und dann rushen wir da mal eben hin. Wo war das denn jetzt hier vorne? Na, werden wir schon wieder finden. Und dann werden wir uns mit dem prügeln, weil dann werden wir auch das Kampfsystem das erste Mal sehen, wie das vernünftig funktioniert. Und sonst haben wir die ganze Zeit nur gegen irgendwelche Viecher gekämpft. Bin mal gespannt, wie sehr der uns jetzt aufs Maul gibt da oben, weil das Kämpfen ist wirklich schwierig, das muss man ein bisschen üben. Ja, aber wir werden es gleich schon sehen. So, vielleicht sehen wir jetzt auch noch den Slay. Da ist er doch. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Müssen wir das Amulett jetzt abgeben? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Ja, sehr gut. Dann haben wir mindestens die Stimme, auch wenn wir das Amulett jetzt abgegeben haben. So, dann speichern wir hier nochmal. Der Matt-Mord, der Penner, der Vollidiot, der läuft immer hinter uns her. Nerv nicht. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ich dachte, den werden wir auch noch so heftig verprügelt. So, da vorne ist die Hütte, durch die wir durchlaufen können. Gut. So, dann wird der uns jetzt nochmal wieder anscheißen. Wie oft hab... Ja, wissen wir. Wir haben ja schon... Also, war es dein Problem? Können wir auch nochmal eben drüber labern. So, zack, Ende. Speichern und dann können wir uns ab hier gleich mit dem kämpfen. Also mit dem auf die Fresse. Warte, wir machen hier mal einen neuen Speicherstand. Sind ja als 008 müsste jetzt die Folge sein. Hab jetzt bei der Folge jetzt gerade keine Pause gemacht, weil wir da mitten im Gespräch waren. Cutte ich das einfach so. Gucken, jetzt müsste der eigentlich auch rankommen. Wir haben dem ja schon. Hey, du! Was? Ja, wissen wir.
Okay. Wir sehen uns. Pass gut auf dich. Aber wen interessiert das? So, jetzt speichern wir nochmal, bevor der uns anlabert. So. Komm. Warte doch mal. Fand ich. Das heißt, wir an. Ich werde. Hey, du. Woll. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Toll. Der Typ steht uns direkt im Rücken. Ja, ist weg. Steck die Waffe weg. Komm. Oh, so dämlich gelaufen. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir... So, jetzt müssen wir nochmal laden, weil jetzt die Leute, weil wir die Waffe jetzt gezogen haben, das war natürlich ein kleiner Bug. Hallo? Ich kann nichts mehr drücken, Leute. Verdammt. Jo, willkommen zurück. Da ist der Gothic das erste Mal abgeschmiert. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, dass wir hier eine richtige Posi bekommen. Warte doch mal. So. Ich hab gehört, ich will. Steck die Waffe weg. Das macht richtig Spaß. Ja toll, wie dumm ist das denn, dass der uns jetzt angreift? Endlich die Scheißwaffe weg! Wenn du meinst. Ja, ich kann den überhaupt nicht. Lass uns lieber über. Steck die Waffe weg! Komm, steck das Ding weg! Ich kann jetzt gerade den Fokus nicht... Oh, nerv nicht! Ich kann den Fokus nicht umsetzen! Läuft der Penner denn hin? Ja, ich esse mal eben was, also der wird ja wahrscheinlich jetzt nicht ganz weglaufen. Dann haben wir knapp überlebt, ich futter mal eben was. So. Was ist das denn, ey? Das ist echt nervig, weil der Zusammenhang irgendwie ein bisschen fehlte, dass ich die Waffe nicht vernünftig ziehen konnte, obwohl der uns verprügeln wollte. So, ist der jetzt hin, der Affe? Man muss. Ich will nicht mehr auf das Gefahr. Will ihn besiegen, ich will die Sachen von dem haben. Gucken, was Diego dazu sagt. Nicht? Mach's gut. Ist er rausgelaufen vielleicht? Lass uns lieber. Guck jetzt erstmal eben, wo der hin ist. Sonst müssen wir vielleicht noch mal ein Stückchen früher laden. Oder wir locken den hier raus und verprügeln den hier. Kannst du einfach mal abhauen? Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. So, Toll, jetzt ist der weg. Ich lade das eben nochmal, weil wir laden jetzt mal hier auf dem Speicherstand. Wo wir es nach Slayer eben. Müssen wir halt nochmal eben mit den quatschen. Kann es sein? Ja, ja, nerv nicht. So. Warte, ich muss den mal hier loswerden, eben der nervt mich. Verpiss dich. Willst einen Moment allein sein, Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Danke. So, jetzt einmal noch durchs Haus nochmal quatschen. Müssen wir mal gucken, ob es vielleicht dann mit dem Kämpfen funktioniert, ob das jetzt ein kleiner Bug war, weil wir dann die Waffe gezogen haben. Oder ob wir halt erstmal vor dem Bett laufen müssen. Komm, dein Problem, das haben wir auch schon gehört. Ah, Ende. Speichern hier nochmal, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Hier auf 7. So. Nerv uns nicht. Bitte. Bitte, sonst kill ich dich. Hey, du! Was denn jetzt? Es ist ja, ja, ist okay, wir haben das ja verstanden. Wir sehen uns. Pass gut auf. Gequatscht mit. Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Ja, ist ein bisschen spät, wa? Ja, wenigstens hat er uns das jetzt schon mal gesagt. So, dann speichere ich nochmal auf einem anderen Spielstand, ganz normal. Hier, Test-Ter. Weil wir jetzt mal gucken müssen, ob wir das jetzt hier vernünftig hinbekommen. Aber jetzt komm. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Bestimmt nicht.
Oh, du Penner. Warte doch mal. Warum? Fand ich, das hat... Ich wär... Gemacht. Noch einmal und du kannst was erleben. Hab dreimal nicht blocken können, weil wir müssen im richtigen Augenblick müssen wir dann wirklich auf S drücken. Und das ist natürlich jetzt der erste Kampf. Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen natürlich, dass wir das hinbekommen. Aber jetzt müssen wir eben warten, bis die sich hier neu positioniert haben, die ganzen Leute. Dammit. Oh, jetzt aber. Warte doch. Warum? Das heißt, ich werde... Hallo, kann ich meine Waffe ziehen? Danke. So, jetzt muss ich hier mal zurück. Der hat genug. So, da haben wir mit wenigstens erwischt. Der hat genug. Quatsch. Hau ab, ich muss die Sachen looten, du Penner. Alles klauen, zack, weg damit. Meins. Eben speichern auf dem Tester. Dammit, dieser Mord, den müssen wir gleich so sehr verkloppen. Aber wir versuchen erstmal mit dem dann den rauszulocken. Also mit dem da drüben, also draußen vor der vom Tor die Banditen abzumeucheln. Mal gucken, ob der uns hilft dabei, aber ich glaube eher nicht. Das passiert mir nicht noch. So. So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Ey, das ist nicht sein Ernst, ne? Warum läuft er jetzt weg und warum quatscht der Mord einen immer zu so schlechten Zeiten an? Das ist echt ärgerlich. Oh, ich laufe jetzt hinter dem her, mal gucken. Hau ab! Was ist... Mann! Hallo, ich will nicht mit dir quatschen. Wo ist der hin? Seht ihr den noch? Da hinten läuft er. So, jetzt spring ich mal, da sind wir einen Schritt schneller mit. Auch wenn es ein bisschen affig aussieht. Aber behalt's für dich. War nicht besonders. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Hm, toll. Wo läuft der jetzt hin, der kleine Penner? So eine feige Sau, ne? Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. So ein Vollidiot. So, also, wir gehen jetzt mal eben pennen. In unserer Hütte, dann brauche ich keinen, dann ist mein Leben wieder aufgeladen. Und dann werden wir gucken, dass wir die draußen vor der Haustür da mal aufmischen, ne? Vor dem Stadttor. Auch wenn ihr seht, ja, wir zwei Hits da ist, sind wir down. Da müssen wir schon ganz gut kämpfen, aber wir versuchen es einfach mal. Vielleicht hilft, ist der Mord ja doch zu was nützlich, ne? Ist ein bisschen sinnvoll. So, hier ist unsere Hütte. Bett, kann ich dich benutzen? Bett? Ich höre nicht mehr auf das Hallo? Mein Bett will nicht mehr funktionieren. Hallo? Wahrscheinlich hast du recht. So, also die Truhe geht jetzt wieder. Sie konnte gerade nichts anvisieren. Okay, das lag wahrscheinlich, weil die Waffe noch halb gezogen war. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Zack. Ausgeruht. Sehr schön. So. Speichern. Mal gucken. Folge 8 natürlich. So, dann gucken wir, ob der Mord da ist. Wir probieren es einfach mal. Wir lassen uns jetzt mit dem, sagen jetzt dem Typen, dass wir die zusammen da aufmischen. Und gehen dann mit dem mal raus. Einfach, zu gucken. Vielleicht haben wir auch den Mega-Fight, weil ich so gut spiele dann auf einmal, dass wir die besiegen können. Bin ja mal gespannt, weil es ist echt sehr, sehr schwierig, jetzt am Anfang wieder reinzukommen in dieses Kampfsystem. So, da ist der Vollidiot. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Ja, bitte. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn du uns jeden Tag auf die Nerven gehen könntest. So. Also, wo bist du? Also, der hier war das, ne? Der Grimm. So, speichern wir hier wieder auf dem Tester. So, ich bin bereit. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen.
Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Ah, ist ja wirklich geknallt. Mal gut, vielleicht kann er uns wenigstens helfen hierbei. Ich dachte, das wäre schon lange gegangen. Ich halte mich da lieber. Ich kann schon sein, dass ich daran was kann. So, speichern hier nochmal, dann brauchen wir nicht so weit laufen. Zack. Und los. Also da hinten, das sind die und die werden uns sowas dran auf die Mütze geben wollen. Aber wenn wir die natürlich besiegen könnten, das wäre natürlich mega. Die ganze Kiste, die ganzen Sachen, die die dabei haben, das wäre natürlich super gut. Ich versuche mich mal so... So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Du bist mein Best. Oh, aber das labert der uns so dumm an immer. Der hat echt ein super Talent für. Ja, kann ich die jetzt einzeln irgendwie? Komm zurück, du Feigling! Ich hab den Falschen anvisiert. Ich hab hier den Mord anvisiert gerade. Toll. Na, dem hast du es aber gezeigt. Aber ich werde es trotzdem. Wir versuchen das auf jeden Fall. Laden. Ich muss mal darauf achten, dass wir auch wirklich laden. Und nicht aus Versehen speichern. Ey, der Mord. Das ist ja die ich dachte, der wird uns wenigstens mal was helfen hier. Nö, der labert einen immer nur in den schlechtesten Momenten der Welt an. Immer genau in so einem Kampf. Oder wenn ich die Waffe gerade eben gezogen habe. Das ist so ein Penner. So, ich so. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur los. Ich bin dir echt dankbar, Mama. Ich wäre dir echt dankbar, wenn du uns mal helfen würdest, du kleiner Penner. Guck mal, Feigling, komm zurück! Steck die Scheißwaffe! Der hat genug. Noch einmal und du kannst was erleben. Okay, wenn wir weglaufen, kriegen wir die Agro von denen weg. Aber dann ist das bestimmt, dann haben die uns ja nicht zuerst angegriffen. Sondern wir die, so ungefähr, und dann kriegen wir wahrscheinlich aufs Maul in der Stadt oder so. Warte mal, ich muss mal eben den Penner hier Du bist mein Best. Komm. Verpiss dich. Willst du einen Moment allein sein? Verpiss dich. Willst du einen Moment... Okay, kann ich nicht irgendwie... Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe... Klar. Verpiss dich. Willst du einen... Haut er jetzt ab wenigstens? Danke. So, dann haben wir den schon mal weg von uns hier, da haben wir schon mal Ruhe. So, jetzt will ich es auch hier nochmal versuchen gegen die. Das ist halt jetzt bei Gothic ganz klar bei diesem Rollenspiel so, dass man das öfter probieren muss, ausprobieren, gucken muss, dass man die vielleicht irgendwo in eine gute Lücke zieht. Ich soll. Ich kann mich nicht vernünftig bewegen. Das hat ja schon gut angefangen, ich konnte irgendwie mich nicht vernünftig rumdrehen. So. Müssen wir erstmal gucken, dass wir die hier vernünftig im Blick Bleib hier, haben. Du Feigling! Lol. Ich bin so schlecht. Ich kann nicht so schnell blocken, wie die schlagen. Ich bin einfach zu langsam anscheinend für... Naja, ich probiere das jetzt nochmal. Zumindest ein, zwei, auch wenn wir jetzt einen davon gekillt kriegen und mehr nicht so, dann, werden wir auf jeden Fall... Oh. Ja, man kann sich absolut nicht drehen, wenn der einmal anvisiert hat. Da muss ich erstmal wieder drauf klarkommen. So, laden, weil, das ist wahrscheinlich deswegen, weswegen man mit Maus spielt, weil mit Tastatur kriege ich mich da nicht gedreht und wenn ich nicht sofort zurückweiche, haut der mir ja direkt ins Gesicht und ich kann die Waffe beim Zurückweichen nicht ziehen. Ja, das ist echt unglaublich. Versuch das nicht nochmal. Okay, wir laden auf einer anderen Position, komm. Beim 8er, beim 7er. Beim Tester, okay, den haben wir jetzt überschrieben die ganze Zeit. Also rausgehen können wir da noch nicht, die schlagen uns einfach zu schnell kaputt. Also hier bei 8 laden wir und dann... Ein neuer Tag und ja. Hat sich geändert. Hilft ja nichts, also werden wir uns erstmal stärken müssen, bevor wir mit denen kämpfen können. Oder wir machen zwei von denen schon mal, die draußen sind, fertig. Ich weiß ja nicht. Gucken wir mal eben hier in die Quests rein.
So, Aufnahme Sumpflager, Prüfung des Vertrauens, Auftrag von Tor. Okay, also die Prüfung des Vertrauens, die können wir jetzt angehen oder die anderen beiden könnten uns in die anderen Lager bringen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Vertrauensprüfung und lassen uns dann in die anderen Lager bringen. So, jetzt trotz kleinem Zwischenfall in der einen Folge, die schneide ich einfach zusammen, wo das Bild auf einmal weg war, sollte jetzt die Folge auch 20 Minuten lang sein. Und wir gucken dann in der nächsten Folge, dass wir für Diego die Prüfung des Vertrauens abfertigen werden. Weißt du was? Machen. Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde einen guten... So, das hast du uns schon mal gesagt. Hau ab, du Penner. So, also, bis zum nächsten Mal. Da machen wir die Prüfung des Vertrauens. Ciao, ciao, Leute.